Seit 4 Jahren erforscht Emresight im Auftrag der VHN Themen rund um die Citybahn. Das haben wir bislang hauptsächlich mit Social Media Research getan. Jetzt vor dem Bürgerentscheid sind wir dazu aufgefordert worden, ein Stimmungsbild zu erheben und auch die Motivationen und Hintergründe zu diesen Stimmungen in Mainz und Wiesbaden zu analysieren. Wir haben die Studie so konzipiert, dass sie aus 2 Teilen besteht. Einerseits einer anonymen Online-Befragung, die dazu dient, möglichst viele Menschen zu erreichen. Das haben wir auch geschafft. Wir haben über 5.300 Antworten auf den Fragebogen erhalten. Andererseits besteht die Studie aus einer Face-to-Face-Befragung, also einer persönlichen Befragung vor Ort in Wiesbaden, die uns repräsentative Ergebnisse liefert. So eine offene und anonyme Online-Befragung, wie wir sie durchgeführt haben, ist nicht repräsentativ, da die Menschen sich hier selbst rekrutieren und im Regelfall ein hohes Interesse an dem Thema haben. Und außerdem sind solche Online-Befragungen natürlich einfach manipulierbar. Deswegen haben wir uns auch dazu entschlossen, eine zusätzliche Face-to-Face-Befragung in Wiesbaden durchzuführen. Und diese ist repräsentativ, da die Auskunftspersonen in der Stichprobe dieser Befragung dem Bevölkerungsanteil in Wiesbaden nach Alter, Wohnort und Geschlecht entsprechen. Wir arbeiten hier mit einem 95-prozentigen Konfidenzintervall, das heißt, dass die realen Werte 5% über oder unter den von uns ermittelten Werten liegen können. Außerdem ist zu beachten, dass es momentan noch 20% Unentschlossene in Wiesbaden gibt, das heißt Personen, die noch keine gefestigte Meinung über die Citybahn haben und die können, sofern sie denn zum Bürgerentscheid gehen, die Stimmung noch mal kippen. Allerdings, und das muss man jetzt letztendlich feststellen, nach 4 Jahren Begleitung des Themas Citybahn mit der VHM, können wir sagen, dass alle unsere Analysen zeigen, dass die Wiesbadener die Citybahn mehrheitlich ablehnen.